Hallo, heute befinden wir uns hier vor der Friedrich-Ebert-Halle und hier findet heute das Rolli-Sportfest statt. Und ich würde mal sagen, gehen wir einfach mal rein. Kommt mit! Das Rolli-Sportfest lädt seit 2004 jährlich Schüler der 8. Klassen im Umkreis von Ludwigshafen ein, auf sportliche Weise die Herausforderungen von Rollstuhlfahrern selbst zu erleben. Die Schüler müssen sich im Basketball und im Wettrennen oder eher gesagt Wettrollen beweisen. Das alles natürlich im Rollstuhl. Auch die zuständigen Lehrer sind bei Wettrennen dabei, um ihren Schülern zu zeigen, was sie drauf haben. Doch wie stehen die Schüler zu der Aktion? Wir hören uns mal um. Wie fühlst du dich im Rollstuhl? Bisschen ungewöhnlich, also das Gefühl ist halt schon komisch, aber man gewöhnt sich. Wir hatten das jetzt zum zweiten Mal schon, die Aktion. Man gewöhnt sich dran. Also es war eine coole Erfahrung, weil es gibt ja Leute, die wirklich den ganzen Tag lang in einem Rollstuhl sitzen und auch ihren Alltag damit bewältigen müssen. Und man sieht halt auch, also das ist in einem cool, weil man halt den ganzen Tag sitzt, aber im anderen ist es halt auch sehr anstrengend, allein schon die 10 Minuten, die wir dann im Rollstuhl saßen, weil die Armarbeit und das muss alles miteinander einstimmen und das dann auch im Alltag dann einzusetzen, ist glaube ich schwer, weil Sport ist ja dann zwar nochmal was anderes, aber wir saßen ja jetzt nicht so lange, die Leute dann wirklich im Rollstuhl sitzen. Was ist dir am schwersten gefallen, beziehungsweise was fandest du am besten? Am besten fand ich, dass man halt eigentlich so ein bisschen sich drehen kann und halt auch Geschwindigkeit und dann so abbremsen auf die Seite. Das hat Spaß gemacht. Was nicht so Spaß macht, ist halt, wenn man den Ball hat, dass man sich so schwer dreht, ja. Ja, also halt dieses, wenn man immer halt das Rad drehen muss, halt anstrengend. Und ja, am besten fand ich, dass man auch so, es kann sehr viel Spaß einem bereiten, vor allem beim Basketballspielen oder so Kurven zu fahren, das kann einem auch Spaß bereiten. Inwiefern begegnen Sie das Thema Beeinträchtigung im Alltag? Also in unserer Schulklasse haben wir einen geistlich eingeschränkten Jungen, aber körperlich haben wir keinen eingeschränkten. Also begegnet mir das Thema leider nicht so oft. Ja, also in der Bahn ist es halt manchmal so, dass auch der Bahnsteig dann mit der Bahn anders ist, aber der Schaffner oder auch der Busfahrer sind da meistens sehr hilfsbereit, also jetzt, wie ich das mitbekomme, die helfen dann auch oder auch andere Passagiere, also das ist, ja, die sind da eigentlich, gehen ganz gut damit um, ja. Was lernst du aus heute? Ja, das Verhalten zu den körperlichen eingeschränkten Menschen ein bisschen besser halt umzugehen mit den Leuten, ja. Ein bisschen besser aufpassen, dass wir nicht auch so in den Rollstuhl kommen müssen. Würdest du das Rolli-Sportfest weiterempfehlen? Ja, also es gefällt mir, aber ich weiß jetzt halt nicht, ob es meinen Freunden gefallen würde, aber ich würde es weiterempfehlen, ja. Also ich fand es cool, als Klasse auch und auch als Idee. Also ich glaube, wenn man das privat macht, ist es kommt halt drauf an, wie man so ein Typ ist. Es kann eine ganz coole Erfahrung sein, aber ich glaube, das ist auch cool, so einfach das mal mit der Klasse zu machen. Also mir ist persönlich Spaß gemacht, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich es so oft privat machen würde. Die Schüler gehen hier natürlich nicht mit leeren Händen raus. Für ihre Leistungen erhalten sie Preise in Form von Pokalen und Medaillen. Zur Verfügung stellen diese die IBF, welche auch die Veranstalter des Rolli-Sportfests sind. Vorsitzender Arno Taglieber hat uns netterweise auch noch Fragen über heute beantwortet. Was ist die Idee hinter dem Rolli-Sportfest? Der Gedanke ist, die jungen Menschen mal in den Rollstuhl zu setzen, dann ein Gefühl zu geben, wie es ist, in der Hoffnung, dass es etwas wie Respekt entwickelt und dass man später einmal darüber nachdenkt. Wir wissen natürlich, dass dieses eine Sportveranstaltung ist und nicht so im ersten Moment vielleicht gar nicht so wirkungsvoll ist. Aber die Hoffnung ist, dass es dann später mal das Nachdenken einsetzt. Wer darf alles teilnehmen? Das machen wir einmal im Jahr. Wir gehen an die Schulen, die 8. Klasse der Regelschule. Dort machen wir eine Übungseinheit. Und da lernen sie geradeaus fahren, im Kreis fahren,
Wettrennen machen wir dann und auch Basketball. Und in dem Basketball, da wächst so langsam die Begeisterung und das wird immer noch angenommen. Wie viele Teilnehmer gibt es? Ach, es sind immer die sich anmelden, das schwankt, die Schulen, die schwanken. Es sind die 8. Klassen und die, manchmal haben sie Praktikumswochen, manchmal haben sie nicht, diese machen Praktikumswochen nicht. Vorher waren es 13 Schulen, dieses Jahr sind es 9 Schulen. Und es sind immer so 200, 150 bis 200 Schüler, die dann mitmachen. Gibt es noch andere Projekte in diese Richtung? Wir machen auch noch bei der Nils-Nager-Olympiade mit. Und wir haben jetzt, seit 15 Jahren machen wir diese, also seit 2004 machen wir diese Sport im Rollee. Und wir haben vielleicht schon 8000 junge Menschen mit dem Rollstuhl vertraut machen können. Wer den Gedanken, alles barrierefrei zu gestalten, nicht folgt, nimmt billigend in Kauf, Machbares zu übersehen. Das halte ich schon für wichtig. Und es gibt auch Situationen, wo man dann sagt, die Funktion geht vor der Ästhetik. Erst muss es funktionieren und dann muss man es schön machen. Nicht umgekehrt. Ich finde, das war ein tolles Rolli-Sportfest. So, und jetzt roll ich weg, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.